Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3 und wir reden jetzt mit Pablo. Und er sagt uns jetzt, wie es weitergeht. Haben wir es erledigt, glaube ich, und ja, können weitergehen. Habe ich gedrückt? Ja, Sie jetzt haben es gedrückt. irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein. Solchen Wichsern schadet man am ehesten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt. Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke fürs Mitdenken, Pablo. Aber ich hatte schon ganz andere Probleme als Pops. Wir sind härter. Oder was meint ihr? Nö, schaffen wir doch. Und das Ganze, wir überreden ihn für uns zu arbeiten. Ja, dann haben wir noch einen motivierten Mitarbeiter mehr. Wir waren da gerade eben schon mal. Und ja, soll, denke ich mal, ganz gut gehen. Haben es ein bisschen ausspioniert. Jetzt ist zwar helllichter Tag und da fallen wir natürlich auf wie so ein Wunderhund. Müssen wir mal gucken, wie wir es am dümmsten, besten machen. Hoffe, soweit das alles gut geht, dass wir uns schön leise bis zu ihnen schleichen dürfen können, die Möglichkeit dazu haben überhaupt. Und dass wir nicht allzu früh erledigt werden. So, da sind wir und wie ihr seht, es ist schon einiges los. Also, ja, hier ist schon ein bisschen was los. Wir schleichen uns wieder rein und hoffen, dass es jetzt alles ganz still und leise und ganz gut geht. Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten? Meinst du, ich sollte Alice ausführen, die im Büro arbeitet? Alice Holland? Ach, verflucht. Och, nein, Leute, kommt, ihr seid Krepels. Ja, war jetzt nicht so wie geplant, aber na komm, sind wir halt ein bisschen spontan und passen uns den Gegebenheiten an. Feindliche Zone erst hier. Und weiß gar nicht, es ging ja irgendwo rein an der Seite. Wir müssen ja nicht viel machen, müssen einfach nur mit denen reden. Und dazu müssen wir ja nicht das ganze Gehöft. Gehöft? Das ganze Areal tigern und alle umbringen und jeden. Hans Pein, Pullern? Nein, eigentlich sagt man pissen, aber na gut. Machen das mal alles ein bisschen schneller. Okay. Soweit so gut. Ich weiß gar nicht, ob es weiter so gut funktioniert. Hoffen wir mal das Beste. Müssen eh dahin zur Anlage. Denn so passt das nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen hochfahren. Dass wir da rüberkommen. Ne? Passiert was? Ja, passiert was. Sehr gut, können wir weitergehen und hoffen, dass es soweit alles gut funktioniert. Ich glaube, hier sollte jetzt keiner mehr da sein. Ich weiß natürlich nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Wir gehen aber mal vorne lang. Ah, da vorne ist noch einer. Der kommt gerade. Nein, der geht gerade. Gut, dann lassen wir den mal gehen. Reisende soll man nicht aufhalten und machen uns hier weiter. Soweit, so gut. Auch keiner da. Da vorne ist einer. Ich weiß nicht, ob der uns gefährlich wird. Das ist gerade irgendwie ein bisschen, weiß gar nicht, was jetzt so flackert. Wir haben helllichten Tag, Lichtverhältnis eigentlich unverändert. Nö, der stört auch nicht mehr. Gucken wir weiter. Ich hoffe, ich gehe hier nicht so weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Oh, deren Geld hat die gleiche Farbe wie das aller anderen. Das ändert nichts daran, dass Kuba kurz davor war, uns ein paar Atombomben in den Arsch zu rammen. Hör mal her. Ich hasse diese dreckigen Roten genauso wie jeder andere. Aber wenn ich nur mit Leuten arbeiten würde, die ich mag, wäre ich pleite und würde in der Gosse leben. Kümmert euch bloß um den Nigger und überlasst die Kubaner mir. Ich glaube, der meint uns. Okay, können wir gehen in den Raum? Ach, Leute, kommt schon, macht mit. Und
Also, ach komm, wir machen mal, versuchen es mal leise zu lösen. Ja, wie sie aus Wasser gucken uns. Gerade noch erzählt und schon sind wir da. Nicht weitermachen wie bisher. Okay, gut. Ich werde kooperieren. Freut mich wirklich, das zu hören, Papst. Ja, mich auch. So, das ging mal gut. Ich hoffe, so klappt das immer. Ich wahrscheinlich nicht, aber das war jetzt schon mal ganz gut. Wir rufen natürlich unseren kleinen irischen Freund an. Der darf sich gerne hier drum kümmern. Da freut er sich. Wenn wir Tick vor Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Ach, denkt jeder nur an sich. Wir machen die ganze Drecksarbeit und alle wollen was abfangen vom Kuchen. Ja, sind noch einige da. Auf jeden Fall kann es jetzt noch zu kämpfen kommen. Ist uns aber egal. Wir haben uns ganz gut reingeschlichen und den Rest ist ihr Problem. Der Rest ist ihr Problem. Ich glaube, so klingt es schon besser. Ja. Wir sind wieder hier, das Schiff ist unten und wir suchen uns einen Weg nach draußen. Ah, das ist unser Auto. Nach einem harten Arbeitstag kann man stolz sein. Ist es nicht so, Mr. Clay? Da hat er recht. Ach, so ein. Okay, wir fahren hier hin und wollen jetzt langsam das Viertel übernehmen. Es ist langsam an der Zeit, Neger mit Köpfen zu machen und treffen uns mit Donovan, um über Frank zu reden. Oh, ich kann's. Ah, tuff dich mal locker flockig raus. Sieht stylisch aus. Okay, bin gespannt. Na, ist noch ein weichen Fahrt. Aber Vorräte brauchen wir eigentlich. Ich habe ein bisschen gespart. Und die Investition, die kugelsichere und nicht kugelsichere Weste, die hat sich eh schon gelohnt. Aber in die Waffe mit Schalldämpfer, die hat sich auch schon gelohnt. Wo geht's jetzt hin? Hier, da, ich glaube schon, genau. So, mal gucken, wo da das große Treffen ist. Nö, wo ist er denn? Ah, und dann hast du wieder weg von hier. Ach, da steht sein kleines Auto. Na gut, mal gespannt, was er für Pläne geschmiedet hat. Gespräch abgehört zwischen Mr. Frank Pagani und Tommy Marcano. Als erstes hörst du die Stimme von Frank. Scheiße, was soll das heißen, Meg? Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. So eine verdammte Sauerei. Ich hab Shane noch nie so angepisst erlebt. Du kommst schleunigst wieder her, ist das da? Ach, Sal ist angepisst? Und was ist mit mir, hä? Ich reiß mir hier meinen Arsch auf und jetzt soll ich die Scheiße auch noch erledigen. Ich hab dir gesagt, ich regle das und das werde ich auch machen. Wenn du hier bist und Ruhe eingekehrt ist, bringe ich alles wieder in Ordnung. Das möchte ich dir auch geraten haben. Mein Boot legt in ein paar Minuten ab. Ich mach noch ein paar Sachen fertig. Dann fliege ich so schnell wie möglich zurück. Ich hab mich bei der Hafenbehörde erkundigt. Die Tanager wird jeden Augenblick zurückerwartet. Frank ist ein gerissenes Bürschchen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will, wenn er wieder in der Stadt ist. Sein Auto ist aber immer noch auf der Tanager. Und soviel ich weiß, liebt er die Scheißkarre über alles. Also wenn ich aufs Boot komme und das Ding hier anbringe, können wir seiner Karre überall entfolgen. Das Modell haben wir auch gegen die Sowjets eingesetzt. Es hat einen Quecksilbertrigger. Wenn du ein Signal hast, einfach hinterherfahren. Okay, sobald ich das Ding an sein Auto geklebt habe, nehme ich den Rest von seinem Viertel auseinander. Kein Bock auf halbgare Zustände. Frank weiß deine Gründlichkeit bestimmt zu schätzen. Ja, damals waren diese beiden, haben das gute alte Quecksilber verbraucht. Ist ein bisschen giftig, aber hat mir, glaube ich, keinen interessiert. Ja, kommen wir vorbei. Die Straße da oben ist markiert. Na gut, fahren wir rückwärts raus. Beziehungsweise drehen hier rum. Und fahren so rum raus. Okay. Da ist die Straße und hier geht's lang.
gucke sicher, was du brauchen wir nicht, denn wir. Echt jetzt? Sind wir schon da? Sehr schön. Na, hoffentlich dauert das nicht, ist das nicht allzu schwierig. Und wir haben nicht mit allzu viel Gegenwehr zu rechnen. Stopp, wir parken mal ein bisschen ein. So. Parken wir hier so ein oder andersrum? Nee, ist egal. Dafür sind wir nicht hier. Und? Da ist ein Haus. Und da ist auch ein Tor. Bis jetzt sind einige da. Ich weiß gar nicht, ob das... Da ist auch nichts. Ja, ja. Ich mich auch. Pass doch auf, du Dorftrottel. Was für ein verdächtiges Benehmen da drüben. Tada. Tada. Immer noch nicht. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so ruhig und so leise wird wie die letzten Male. Da hat es einer gesehen. So ein bisschen zumindest. Und die trennen sich leider nicht. Ach, der eine guckt in unsere Richtung. Ach, Leute, kommt schon. Ach, herrlich. Also das war eine sehr lohnende Investition. Ich kann es nur wieder und wieder und wieder sagen. Aber was wir damit alles so wegmachen... Ist schon ein Träumchen. Und jetzt suche ich hier wieder einen Eingang. Ach nein, Leute, kommt schon. So wie drüber springen sah es auch nicht aus. Beziehungsweise, das fällt auch total auf. Ach gut, hier ist jetzt keiner. Können wir doch überspringen, aber eigentlich... Ach, nicht so gut. Da drüben sind welche drinnen und hinten ist auch irgendwo einer. Okay, dass wir ihn treffen, manchmal brauchen wir ein bisschen, gerade wenn sie ruhig sind. Na gut. Also. Kurz gesagt, wenn jemand zu mir einbricht und alle umbringt, die so rumlaufen, dann würde ich nicht unbedingt das Auto holen. So gern ich das so haben möge. Denn, ich weiß nicht, ist irgendwie ein schlechtes Zeichen. Du redest mit dir selbst, ich höre jedenfalls nicht zu. Hey, Kumpel, hast du das gehört? Ja, hat er nicht gehört, deswegen musst du ganz alleine gucken. Und das wird dir zum Verhängnis. Komm, wir pfeifen nochmal. Schön, er kommt auch. Und das funktioniert wirklich jedes Mal. Ich mag's. Ich finde das gut. Macht das irgendwie die ganze Sache etwas einfacher. So, haben beide erledigt, haben wieder ein bisschen Munition, ein bisschen Geld gesammelt. Und können erstmal weitergehen. Richtung Auto. Das hier irgendwo sich rum. Gut, da vorne ist einer, auf dem Boot ist einer. Ach. Okay, wo ist jetzt hier einer? Da war doch noch einer. Ganz ein Stückchen vorne. Wo geht's denn hier hoch? Was für ein... Weißt du, warum Friedhöfe immer eingezäunt sind? Leck
zu kommen. Verpiss dich, du Bananenfresser. Vielleicht braucht da drüben jemand Hilfe. Ja, das kann sein, aber ist egal. Willst du sowas etwa anschleichen? Bis jetzt lief es ganz gut, von daher, ja. Was ich mit dir erzähle, interessiert keinen, was ich da sage. Und ihm stört's nicht. So. Wie kommen wir jetzt hier drauf? Ich weiß es nicht. Bis jetzt dachte ich, es ist irgendwo ein Leiter. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und, da hinten ist was. Also Menschen stören uns jetzt nicht. Die haben wir alle erledigt. Und ich weiß gar nicht, ob es denn auffällt. Aber ich glaube, das Auto mag mehr als die Menschen, die rumflitzen. Von daher. Auch ein bisschen komisch aus. Ich denke immer, der fällt gleich runter, aber. Okay, hier ist nichts. Und gucken die auf das Auto drauf oder sind die unten? Ich glaube, die sind da unten. Genau, es geht nach unten. Ach, das sind noch richtig viele. Wo sind die anderen? Okay, null Auto, die tun ganz schick aus. Kann man schon mal ein bisschen schwach werden. Okay, wir müssen jetzt entkommen. Still und leise und dürfen jetzt auch nicht mehr erwischt werden. Was? Okay, soweit so gut. Ich dachte, es wird ein bisschen jetzt kompliziert und dass wir es nicht schaffen, aber das sah ganz gut aus. Ich weiß es nicht. Ah. Ich sehe drei Stück und das wird sagen. Hier. Wirklich schmeißen kann der nicht. Oh, Mensch. Da oben ist noch einer bei den Treppen. Und der. Gucken, wo der letzte ist. Ich weiß es gerade nicht. Wo kommen die ganzen Leute her? Kommt der hoch? Ja, okay. Ist ja auch egal. Komm, wir gehen weiter. Ist hier unten ein Schiff? Ah, da unten ein Schiff. Komm, wir nehmen das. Denn was wollen wir jetzt hier noch lange rummehren? Können wir einfach so machen. So, lief ganz gut die Mission. Tja, der ist tot. Und da sind wir auch schon entkommen. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Komm, kann raussteigen. Raussteigen, nein, natürlich aussteigen. Oh, ach nein, kommt jetzt, Leute. Okay. Sind die hier in der Nähe? Echt jetzt? Oh. War es das oder kommt noch einer mehr? Auf der Suche? Also irgendeiner sucht uns noch. Ich kann euch nicht sagen, wo genau der sich befindet. Ah. Da vorne sind die. Schön.
Ja, mein Gott, was ist das denn? Och nein, Leute, kommt schon. Noch einer? Gut, was brauchen wir? Wir brauchen noch eine kugelsichere Weste und ach, neun sind immer noch wie da. Also noch eine sehe ich. Okay, das war's. Ja, brauchen wir noch eine kugelsichere Weste und vielleicht noch ein bisschen Munition für unsere Waffe. Dann lief ein bisschen knapp. Na gut. Versuchen wir das Ganze mal so. Auf jeden Fall dürfen wir nicht verdienen, die war glaube ich recht teuer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die ist echt gut. So, haben schon den ersten Teil der Mission erledigt. Können wir mal kurz hier drauf springen. Und wo ist er denn? Ach, da ist er. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Okay, gut. Was machen wir? Wir müssen mal kurz gucken. Hier vorne war irgendwo eine. Hier, die würde ich noch holen wollen. Denn so eine Munition, so eine kugelsichere Weste ist doch schon ein bisschen. Zumindest für den ersten Teil macht dieses Ganze besser. Wir sind gleich da, sollte auch ganz schnell und recht schnell gehen. Geld haben wir nicht wirklich viel dabei. Das brauchen wir erstmal nicht zu sichern. Ist das hier? Nein, das war noch ein, zwei da vorne. Doch, das war da. Wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Schön. Habt ihr gesehen, wie ich gedreht habe? Sah sehr gekonnt aus. Ja, ich hab's drauf. Er kennt uns schon, wir waren jetzt schon das ein oder andere Mal, mindestens dreimal. Kann auch mehr sein, ich weiß nicht. Ich hab's nicht mitgezählt, wir waren auf jeden Fall schon ein paar Mal da. So, schusssichere Weste geholt. Beim letzten Mal oder beim ersten Mal habe ich K.O. geschlagen. Deswegen macht er jetzt keine Mucken. Gut, das brauchen wir nicht, denn wir fahren jetzt hier wieder zu Donovan und kümmern uns um Frank. Haben wir zwar nicht das schicke schwarze Auto, aber das ist auch schon mal nicht so schlecht. Steht immer noch da die Polizei, die ist wohl gerade eben schon da. Ist ein sehr hartnäckiges Stoppschild. Wo geht's hier rein? Ah, hier ist zum Glück ein Zaunfeld ab. Oder gar nicht erst dran gewesen. Von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Bis später. Okay. Sind wir mal gespannt, wie das funktioniert jetzt. Ob wir damit ganz gut klarkommen. Hoffentlich überfährt er uns nicht. Hat auch jeder, wie er möchte. Jeder. Es wird leiser, oder? Okay, wir kommen auf jeden Fall schon mal näher, denn das Feld wird kleiner. Wir müssen jetzt hier vorne noch mal nach rechts fahren. Gleich mit, und zwar jetzt nach hier. Nachdem wir das Stoppschild richtig fertig gemacht haben. Und das niedergerungen haben. Okay. Es wird immer lauter und lauter und ich denke mal, wir sind da. Tata! War ich schon mal hier? Ich meine, dass ich hier schon mal in der Nähe war. Aber ich kann mich auch irren. Ich habe einfach das Gefühl, als hätte ich die besten Zeiten verpasst. Die goldenen Zeiten. Okay, die ersten zwei sind schon erledigt. Gab's wieder? Nein, es gab nur Geld. Nur Geld. Mal gucken, wir haben noch ein paar Schuss. Als er ankam, der alte Bastard sieht 20 Jahre älter aus. Bei dem ganzen Ärger mit Castro, dem Nigger und den 50 Riesen da drin, kann ich das gut verstehen. So, trennen sich jetzt, das ist ganz gut.
Und er hat gute Laune, er singt noch, das ist schön. Motiviert Arbeiter, wer hat das nicht gerne? Da gab es gleich mal wieder ein bisschen Munition mehr. Und jetzt sind wir schon mal? Ja, wir sind schon mal im Haus. Okay, das hört sich nicht gut an. Nee, da musst du mal nachgucken. Und das sind wir. Herrlich. Da gab es wieder für Kugeln mehr. Ach, wir hätten ja auch reinstürmen können. Du machst jetzt deine verdammte Klappe zu und deine Ohren auf. Müssen wir doch von deiner Seite ran? Ich dachte, ich komme so, aber da kann ich ihn nur umbringen und ich möchte ihn ja gerne noch ein bisschen behalten. Na, kleiner Moment. So und so. Was ist denn das jetzt? Leute! Und es ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, denn ich weiß gar nicht, wo wir parken. Hier liegt noch Geld. Und komm, wir nehmen den ja. Ach oh, komm, wie ich es mag. Und jetzt mal. Okay, komm, wir markieren den mal. Ah, nein, ist schon markiert. Wow. Ich glaube, das ist ja abgewogen. Ich bin mir nicht sicher. Ach, nein. Echt? Komm ich nicht langsam hinterher? Ach nein, ich glaube, wir schaffen das nicht. Okay, doch, nein, wir sind ganz gut dran. Oh, das war aber knapp. Da bin ich gerade ein bisschen in Schwitzen gekommen. Ich dachte, wir fallen irgendwo davor und verlieren ein bisschen Zeit. Aber nein, das ging ganz gut. Sehr schön, weiter so. Kogi. Warum? Kennen wir ihn? Ich weiß gar nicht. Kennt er ihn? Bestimmt, die kennen sie alle irgendwoher. Und damit, ich möchte nicht unbedingt. Ich denke, es explodiert dann und das will ich ja nicht. Kann ich mir alles anvisieren? Na komm, noch ein bisschen, Leute. Es reicht doch schon ein bisschen. Komm. Wie lange fährt das Auto noch? Aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Nein, er hat eine Waffe. Komm hier. Kleinen Moment. Okay. Boah, Leute. Oh,
dir doch nichts getan, aber ich habe sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte, ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug da. Sal hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du. Wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit. 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Meine Töchter. Töchter. Ich glaube, der sagt nicht mehr viel. Das war's. Fuck! Und wir haben ihn wirklich nur gehauen. Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Ab zum geheimen Treffen. Und komm, das Haus muss noch ein bisschen schicker werden. Da bist du ja. Nimm dir einen Stuhl und lass uns anfangen. Ich bin durch mit Frank Pagani. Der Typ wird den Hafen in Tech4 nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Das ist jetzt unser Territorium. Ich darf hier nur die Drecksarbeit machen. Wie jetzt gerade, wo ich die zwei Läden für dich klar mache. Aber wenn es dann ans Gebiete verteilen geht, hast du mich plötzlich vergessen. Bring das in Ordnung, Jungchen. Gut, dass wer anders dieses Gebiet erobern soll. So konnte ich mich um den Stadtteil kümmern, den ich letztes Mal gekriegt habe. Da läuft jetzt alles. Und ich nehme gern auch den nächsten. Da hast du also gesteckt. Na gut, wenn du uns diesen Bezirk geben willst, sorgen wir dafür, dass er läuft und Geld bringt. Okay. Meine Chance, Junge. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Wir zwei können sowieso nicht ohne einander. Muss ja auch nichts Schlechtes sein. Denk dran, du hast mich um dieses Treffen gebeten. Dieses Gebiet geht an die Iren. Verfluchte Scheiße, Jüngchen. Du bist wirklich schlauer, als du aussiehst. Also sind wir hier endlich fertig? Vielleicht läuft's ja nächstes Mal besser. Wird Zeit, wieder loszulegen. Hauen wir ab. So, hat ihr sein Gebiet, oder zumindest ein Gebiet mehr. Ein bisschen mehr glücklich, ein bisschen weniger. Ja, gucken, wie es weitergeht. Ach, das passiert noch was. Müssen wir gut schauen. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Ne. Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Witz! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Sal ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet.
Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Darum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin. Deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. So. Okay, ja, haben wir es soweit geschafft. Nur zwei da. Das eine ist, glaube ich, der Richter, das andere ist die irgendeine Dame. Ach ja, das stimmt, das ist die Frau vom Grundstücksbesitzer, wo das Casino drauf gebaut wird. Und ja, kurz mal gucken, Glücksspiel. Ja, Schwarzmarkt. Nö, machen wir später, oder machen wir dann nächsten Mal. Oh, wo ist denn das überhaupt? Kurz gucken, kurz gucken, kurz gucken. Ah, da. Gut, ja. Wir haben heute drei Bezirke, wo wir es machen können. Hier geht es ums Grundstück. Hier geht es um Richter und hier geht es um die Geldplatten. Also wie ihr seht, wir haben noch einiges zu tun. Und mal gucken, wo es weitergeht. Grundsätzlich würde ich sagen hier, denn hier haben wir schon die ganzen Teile gefunden. Und dann da oder da. Mal schauen. Ja, die sind immer erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, euch auch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Gerne dürft ihr das Video liken, Kommentar hinterlassen und selbstverständlich auch und natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich riesig freuen, so dass ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.